Also mein Name ist Markus Giese. Ich heiße Alisa Dietz. Ich bin im Pre-Semester Master an der Makromedia Hochschule. Ich studiere im 7. Semester Sport- und Eventmanagement. Habe jetzt gerade meinen Bachelor geschrieben oder bin gerade dabei. Nächste Woche ist Abgabe. Also wir haben während dieser Kooperation immer wieder Treffen gehabt. Und was da festzuhalten bleibt, ist tatsächlich, dass die einem auf Augenhöhe begegnet sind. Und dass auch das Feedback sehr positiv ist, also dass man als Student auch das Gefühl bekommt, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Nach meiner Präsentation kann ich sagen, dass die Leute, die da saßen, alle wirklich sehr aktiv teilgenommen haben, viele Nachfragen gestellt haben. Und auch, dass es vielleicht auch Anwendung finden wird, das ist ja für einen auch selbst ein bisschen eine Motivation, wenn man sieht, die können da wirklich was mit anfangen. Also genau eben dieser Kontakt mit Unternehmen, mit der realen Arbeitswelt war eben der Grund, warum ich mich für das Studium an der FH entschieden habe. Natürlich kommt man mit den Leuten in Kontakt und wenn man einigermaßen gute Arbeit geliefert hat, dann bleibt man mit den Leuten auch in Kontakt. Und ich glaube, das ist der ganz große Benefit, den man hat, dass man unter Umständen so sich durch seine gute Arbeit, die man im Studium sowieso abliefern muss, halt eben gleich mal bei diversen Praxispartnern einen Fuß in die Tür kriegt. Das, was ich jetzt gemacht habe, das kann man auf ganz viele spezielle Bereiche anwenden. Also im Moment ist es ja mehr bei Social Media. Also ich denke, die Pharmabranche wird mich interessieren, aber für andere Gebiete wäre ich auch offen. Okay.